Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestResearch.tv und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man in einzelnen Aktien short gehen kann. Das heißt, man profitiert von sinkenden Aktienkursen oder teilweise auch, kommt aufs Zinsniveau von an, auch von stabilen Aktienkursen. Generell ist es langfristig meiner Meinung nach nicht eine super Idee, zumindest nicht auf dem Index, ne? Also weil Aktien ja langfristig steigen, aber in einem Jahr wie diesem ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, um Risiken abzusichern. Da gibt es auf den Index viele Möglichkeiten. Ich habe ja mal ein Beispiel genannt, irgendwie Short-ETFs finde ich sehr einfach zu verstehen für eine kurzfristige Short-Position. Das Problem ist nur, wenn man ein Portfolio hat, was vom Index relativ unabhängig ist, wie es zum Beispiel bei mir meistens der Fall ist, wenn ich dann Short in den Index gehe, der aber in der Krise halt, weil sich da alle reinretten, steigt und meine Aktien fallen, dann hat es nicht funktioniert. Da muss man dann in einzelne Aktien short gehen aus dem Sektor, die dann irgendwie oft zu teuer sind. Bei den meisten deutschen Brokern geht es nicht oder sehr, sehr schwer. Der beste Broker, um in einzelnen Aktien short zu gehen, ist meiner Meinung nach ganz klar der weltbeste Broker für Profis, nämlich Interactive Brokers. Das sehen wir hier. Da kann ich einfach in Aktien short gehen, indem ich die Aktie einfach verkaufe, obwohl ich sie nicht habe. Ich sollte mich aber vorher informieren, dass es genug gibt. Das wird bei großen Aktien immer der Fall sein als Privatanleger und auch was die Short-Gebühren oder die Leihgebühren sind. Das finde ich auf Interactive Brokers, gibt es eine Seite, wo ich das, wenn ich da Kunde bin. Deswegen, wenn ihr euch bei Interactive Brokers, wenn ihr ein bisschen fortgeschritten seid, ein Konto eröffnen wollt, einfach den Link in der Beschreibung nutzen. Dann sollte man mit Margin-Konto kann man da halt auch short in Aktien gehen. Aber wenn ihr noch nie Aktien gehandelt habt, dann ist das, denke ich, nichts für euch. Aber wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, ist das als Zweitkonto oder als Trading-Konto sicherlich sehr, sehr gut, da man alle Aktien weltweit handeln kann, sowohl Long als auch Short, und das einfach das professionellste Produkt meiner Meinung nach ist. Sehe, glaube ich, aber auch nicht nur ich so, also das haben die meisten erkannt. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, findet ihr das. Wenn ihr dann der Kunde seid, dann bekommt ihr Zugriff zum Beispiel auf diese Short Stock Availability Suchmaske. Früher war das noch irgend so eine Textversion, also wirklich aus der Steinzeit, und da kann ich checken, was ist meine Verfügbarkeit, also wie viele Aktien kann ich short gehen und was sind die Kosten dafür, weil wenn ich eine Aktie short gehe, bedeutet das, ich leihe sie mir bei einem anderen Investor, muss dem dafür was zahlen und verkaufe diese Aktie, und das Cash, was ich dann bekomme, kann ich dann aber auch wieder anlegen und bekomme dafür Zinsen, was jetzt auch das Short-Gehen in diesem Jahr oder letzten Monat nochmal doppelt bezahlt gemacht hat, weil die Kurse haben oft Verluste erzielt, das heißt, ich kann sie günstiger zurückkaufen, machen Gewinn, und das Cash, was ich für den Verkauf davor bekommen hat, hat in der Zeit Zinsen erzielt. Das war davor anders. Ja, und gerade bei kleinen Marktaktien, manchmal gibt es da eine Leihgebühr von 100%, oft ist es aber eher 0,2 bis 1%. Und was auch ein Vorteil noch ist von Interactive Brokers, wenn ihr das Häkchen da ankreuzt, dass ihr eure Aktien zum Short Sale verfügbar machen wollt, was ich eigentlich mache oder empfehle, dann bekommt ihr einen Teil von diesen Gebühren. Also ihr leiht dann anderen diese Aktien und die gehen damit short, na, wenn euch das egal ist. Und ihr bekommt aber halt diese Leihgebühren. Gerade bei irgendwelchen Trading-Aktien oder engeren Marktaktien kann man auch mal ordentlich Geld verdienen. In Deutschland ist es meistens so, dass der Broker das einstreicht. Das ist ein weiterer Vorteil hier. Hier ist zum Beispiel eine Aktie, die viele gern short gehen. Zum Beispiel unter Finvis kann ich unter dem Screener Float Short auswählen und finde jetzt alle Aktien, die über 30% Shortquote haben. Da sollten die Gebühren normal ein bisschen höher sein. Ja, und wenn ich hier Bed Bath & Beyond auswähle, dann komme ich hier auf eine Fee Rate von 5%. Also um die Aktie zu leihen, muss ich 5% Gebühren zahlen. Dafür bekomme ich aber auch Zinsen, ja, weil ich leihe mir die Aktie, verkaufe sie auf dem Markt, bekomme dafür Dollar, und auf diese Dollar bekomme ich Zinsen. Deswegen zahle ich insgesamt nur 1,7% aktuell, ja, weil die Zinsen so hoch sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Amazon-Aktie verkaufen würde, ja,
eigentlich eine doofe Idee langfristig, aber vielleicht wollen die Leute das ja machen, dann bekomme ich 3,5%. Das heißt, selbst wenn die Aktie jetzt stabil bleiben würde, die Amazon-Aktie aufs nächste Jahr, hätte ich 3,5% Gewinn gemacht. Das war früher bei negativen Zinsen oder Nullzinsen anders, weil die Short-Gebühr bei Amazon ist nur 0,25%. Also das ist wirklich sehr, sehr günstig, weil ja, wenig Leute shorten Amazon und sehr, sehr viele Leute haben Amazon. Aber bei so kleineren Aktien ist es halt oft auch mal mehr negativ. Also ich habe hier schon Werte von minus 50, minus 100% gesehen. Und dann, selbst wenn ihr da richtig liegt beim Short-Gehen, ja, macht man halt oft trotzdem Verluste, weil diese Gebühren so hoch sind. Ja, auch bei Tesla zum Beispiel können wir mal schauen, wie das ausschaut. Hier sehen wir auch 0,25%, weil es inzwischen so groß ist. Groupon zum Beispiel ist 0,9%. Ja. Und wenn ich das jetzt weiß, dass das eine normale Gebühr ist, ja, dann kann ich einfach hier unter Trade gehen, nehme das zum Beispiel hier Groupon, oder wir nehmen Bed Bath & Beyond auf Nasdaq und sage jetzt die Aktie und sage, ich möchte 100 davon verkaufen, Market, und ich möchte sie verkaufen. So, ich habe diese Aktien gar nicht und tue jetzt einfach hier auf Submit Sell Order, also Verkaufsorder erstellen. Und dann würde ich die Aktien einfach verkaufen. Der würde mich jetzt hier natürlich warnen. Oh, jetzt habe ich die. Aktuell ist die Börse nicht offen. Und B, ja, dass ich die Aktie gar nicht habe, ob ich das wirklich verkaufen möchte, weil es ja nicht so der normale Case ist. Aber so einfach geht Short gehen bei Interactive Brokers. Deswegen, ich empfehle, wenn man Short geht, dann das eher mit Einzelaktien zu machen, ja, als Stockpicker. Dass man kann man halt nochmal zusätzlich sich absichern, weil gerade oft, wenn man im Index Short geht, wir haben es ja auch oft gesehen, das machen dann irgendwo alle und das kann einen halt dann richtig, sag ich mal, killen, gerade wenn man halt ein Stockpicker ist, wenn in der Krise der Index dann sich eher stabil hält oder sogar hochgeht und die kleineren Aktien fallen, dann hat man nämlich keine Absicherung. So einfach geht es. Einfach sich kurz vorher informieren, das ist ganz wichtig. Was sind halt die Gebühren? Aktuell sind die relativ wenig, aber das kann halt auch mal mehr sein und man braucht halt sonst nur ein Interactive Brokers Konto. Habe ich auch schon mal ein längeres Video zu gemacht, wie man das eröffnet. Ansonsten findet ihr, wie gesagt, den Link in der Beschreibung zu diesem Video, wo man das dann machen kann. Aber lohnt sich vor allem halt für etwas fortgeschrittene Investoren und Trader, aber ist definitiv, wer global unterwegs ist, das beste Angebot. Man kann aber zum Beispiel halt keine deutschen Fonds oder sowas oder viele wenig deutsche Fonds kaufen. Deswegen idealerweise auch als Zweitdepot, wo man noch ein einfaches deutsches Buy-and-Hold-Depot hat. Wollte ich nur ganz kurz erklären. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten auch gerne kommentieren und bis zum nächsten Mal.